Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastical. Ihr seid Raphael und ich habe heute eine weitere Ausgabe unseres Madden NFL 16 Spielerkarriere Let's Plays mit Marcus Mariota für euch. Zunächst einmal vielen Dank für die ganzen Leute, die schon bei der Umfrage teilgenommen haben. Ihr solltet ja abstimmen, wie es weitergeht, ob Marcus Mariota in Zukunft weiterhin bei den Titans spielen soll, ob wir das Team wechseln sollen oder ob wir eine komplett neue Spielerkarriere starten sollen. Und da haben schon über 160 Leute abgestimmt. Unten in der Videobeschreibung findet ihr die Umfrage. Bitte nicht in die Kommentare schreiben, was ihr wollt. Das können wir nicht hinzuzählen. Wir zählen da diesmal, in diesem expliziten Fall, nur die Stimmen, die in der Strawpoll-Umfrage abgegeben worden sind. Also ganz wichtig, falls ihr in die Kommentare beim letzten Mal geschrieben habt, diesmal gerne nochmal die Strawpoll-Umfrage aufrufen und abstimmen. Derzeit sieht es so aus, relativ deutlich, als dass Marcus Mariota nächstes Jahr bei einem anderen Club spielen wird. Und ja, wir schauen mal, ob das dann der Fall sein wird. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit abzustimmen. Die Saison läuft ja noch eine ganze Weile. Dann möchte ich mich einmal bedanken für 10.000 Abonnenten. Da gibt es dann dem nächsten Video bei uns auf dem Channel noch ein kleines Gewinnspiel. So Weihnachts- und 10.000 Abonnenten-Gewinnspiel. Da auf jeden Fall die Augen offen halten. Da werde ich jetzt die Tage auch noch ein Vlog oder sowas aufnehmen, damit ihr da Bescheid wisst, wie wir das machen können. Wir können noch mal schauen, ob wir Marcus Mariota hier noch ein bisschen verbessern können. Ist in der Tat ein bisschen schleppender hier in der Spielerkarriere, das Ganze voranzubringen, witzigerweise. Medium Accuracy ist super, Throw and Run ist super, die Short Accuracy ist gut. Aber wir können hier ruhig noch mal ein bisschen höher gehen auf Medium und dann noch mal einen auf Short hoch. Ein 83er Overall hat Marcus Mariota jetzt hier vorzuweisen, das ist auf jeden Fall gut. Und im Wildcard-Playoff-Spiel heute gegen die Pittsburgh Steelers wartet natürlich wieder ein ordentlicher Brocken auf uns. Pittsburgh ein gutes Team, aber die sind nur 9-7 aus der Regular Season gegangen. Wir müssen natürlich heute bessere Leistung zeigen. Wir haben zuletzt wirklich viele dumme Niederlagen kassiert und da müssen wir heute auf jeden Fall zusehen, dass wir das gebacken bekommen. Wir schauen nochmal, wer MVP geworden ist. Mariota war Dritter bei Passing Yards, Zweiter bei Passing Touchdowns. Relativ gute Leistung. Und wir sind zweiter MVP geworden hinter Aaron Rodgers. Also Rodgers ist wieder League-MVP geworden. Danach aber schon Marcus Mariota. Also wir sind da relativ nah dran. Wir sind in Schlagreichweite und hoffen natürlich, dass wir vielleicht im nächsten Jahr dann angreifen können. Derzeit sieht es so aus, als würden wir noch mindestens ein Jahr mit Marcus Mariota weiterspielen. Also wir gehen jetzt ins Spiel gegen die Steelers. Playoff-Time. Vielen Dank für die Unterstützung bis hierhin und ich hoffe natürlich, das wird ein spannendes Spiel, was am Ende einen Sieg, ja, und am Ende das ein Sieg für uns dastehen wird. Viel Spaß! Und unsere Defense hat schon mal einen super Job gemacht. Und zwar haben sie den ersten Drive der Pittsburgh Steelers gut verteidigt. Wir hoffen natürlich hier mit einem Laufspielzug jetzt hier gut vorwärts zu kommen. Sankey macht's gut. Startet mit einem 4-Yard-Raumgewinn für uns. 2. und 6 jetzt auf der Uhr. Da wollen wir natürlich weitermachen. Tidestot Swam gerne nochmal einen Laufspielzug. Wir müssen variabel sein, ganz, ganz wichtig. Gegen die Raiders haben wir ein ganz gutes Spiel gemacht eigentlich und am Ende trotzdem verloren. Und das sind eben die Sachen, die wir heute zwingend unterbinden müssen. Wieder ein kleiner Raumgewinn. Also insofern alles okay. Spielen wir einen Y-Stick-Spielzug. Hoffen natürlich hier, dass Harvin und Wright und Walker, einer von den Jungs, frei sein wird. So, sind wir selber gelaufen. Waren relativ gut gedeckt. Direkt mal 11 Yards Raumgewinn bis an die 39. Machen wir in letzter Zeit ja auch ein bisschen öfter. Leider fummelt Markus immer ein bisschen, wenn wir da nicht aufpassen und nicht sliden. Das kann schnell passieren. Wollen wir natürlich unterbinden.
Deswegen ganz wichtig, dass wir da auch sliden, wenn es denn nötig ist. So, weiter Pass. Der ist so gespielt, dass er gut ankommen sollte, aber das war leider ein Incomplete Pass. So, nächster Spielzug. Wieder Green Beckham hier, natürlich ein interessanter Mann. Oh, super geworfen. Super geworfen. Ich habe den da links stehen sehen. Er hat ein bisschen gewunken. Und habe gedacht, naja, entweder du läufst jetzt hier raus, machst keinen Raumgewinn. Oder du probierst es mit dem Pass rechts. Der Verteidiger war weiter weg und das war letztlich eine gute Entscheidung. 26 noch bis Sandzone. So, Sankey. Halfback Slip Screen. Ganz, ganz wichtig, dass die Jungs hier gut verteidigen. Aber es gelingt ihnen leider nicht. Und da sind wir direkt mal 4 Yards wieder zurück. 2. und 13 an der 30. Wir sind in Field Goal Range. Das heißt, wir sind hier zumindest in Führung, wenn es dabei bleibt. Und das reicht uns ja theoretisch schon mal aus für den Anfang. Titans Y Cross werden wir jetzt mal probieren. Vielleicht hat Walker ja da eine Chance, gut vorwärts zu kommen. Right schicke ich hier mal auf die Streak-Route. Walker, oh, Junge, Junge, Junge. Waren die schnell durch? Waren die schnell durch hier? Richtig, richtig gut verteidigt hier von den Pittsburgh Steelers. Das musst du so auch erstmal machen. Super. Ganz schnell verteidigt. Und jetzt hoffen wir, dass Walker vielleicht da frei werden wird. Ist ja unglaublich. Und schaut euch diesen Touchdown-Pass an. Schaut euch diesen Touchdown-Pass an. Der hinten, der war richtig wide open hier, Percy Harvin. Und wir waren, 3 Leute standen vor uns in Laufrichtung. Und dann haut Mariota hier so ein Ding raus. Und super gefangen von Percy Harvin. Ich konnte das erst gar nicht realisieren, deswegen kam meine Reaktion so spät. Was war das denn bitte? Aber jetzt gibt es ein Booth Review. Jetzt wird hier geschaut, aber ich glaube, der war da klar drinne. Ja, der war klar drinne. Receiver Head Possession. Das ist ein Touchdown. Das ist ein regulärer Touchdown. Und das ist die Führung für unsere Tennessee Titans in diesem Wildcard-Spiel. Richtig geil. Die Steelers konnten selber nicht punkten. Wir spielen jetzt das Outside-Handoff hier. Ja, nach rechts. Wir probieren es einfach mal. Lassen mal Sankey laufen. Und das ist eine gute Idee gewesen. Ein guter Raumgewinn, den er hier holt. 12 Yards mit 3 Rushes. Das sind im Schnitt 4 Yards. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr solide Leistung von dem Jungen hier. Und das erste Viertel neigt sich so langsam dem Ende. Wir wollen natürlich gewinnen. Hier das Wildcard-Playoff-Spiel. Wir wollen unsere Tennessee Titans weit nach vorne pushen. Sankey, first down. Mal ein Counter-Spielzug. Die gehen ja nicht immer gut, aber doch manchmal. Und naja, diesmal reicht es immerhin wieder für 2 Yards Raumgewinn. Auch das nicht sonderlich schlimm. Im Gegenteil, ist eine gute Sache. Probieren wir es mal mit einem Draw-Spielzug. Ist ja ein angetäuschter Pass, der dann doch zum Lauf mündet. Praktisch das Gegenteil von einem Play-Action-Pass, der ja den Lauf enttäuscht und dann zum Pass mündet. Und der war jetzt weit weniger erfolgreich als die Spielzüge zuvor. 3. und 9. Vielleicht kommen wir noch ein bisschen näher ran. Dann können wir hier das Field Goal schießen. So, Flood Formation. Ja, der war komplett, oder? Nee. Ah, da ist er nicht gut gefangen. Nicht gut gefangen vom Kollegen, leider. Müssen wir punten. Der wäre locker komplett gewesen, wenn er da den 2. Fuß noch auf den Boden bekommen hätte. Aber das war eben in der Situation leider nichts. Also, Satz mit X. So, Slot Drive nach innen. Die Pittsburgh Steelers weiterhin ohne Punkte. Green Beckham hier, super. Normalerweise auf der Route immer frei. Da machst du immer 2-3 Yards, wenn du die Route anspielst. Und so war es eben auch hier. FL Spot. Wir machen mit Harvard jetzt mal Folgendes. Auch ihn schicken wir hier mal auf die Drag-Route. Und hoffen, dass wir da vielleicht... Oh, das ist super, das ist super. Da läuft er durch, das ist ein First Down. Diese Drag-Routen sind wirklich richtig, richtig gut. Um ja, einen möglichst sicheren Pass zu werfen, um gute Raumgewinne zu erzielen. Und so wollen wir das eben hier auch mal machen. 20 Yards bis zur Endzone. Wir können auf 14-0 erhöhen. Wäre natürlich ganz, ganz wichtig hier vor der Halbzeit. Gegen die Steelers doch schon auch so souverän hier punkten zu können. Ah, das ist gefährlich. Der Verteidiger ziemlich schnell gewesen hier. Clark, 2010. So, Green Beckham, Walker. So, geslidet. Wir dürfen kein großes Risiko eingehen. Ich will keine Interceptions werfen, die uns hier am Ende des Tages das Spiel kosten werden. Also deswegen ganz, ganz ruhig bleiben. Wieder Slot Drive, eventuell auf die Drag-Route spielen.
und hoffen, dass was dabei rumkommt. Die verteidigen ja schon eher auch da vorne, aber da müsste eigentlich frei sein, wenn Green Beckham das schlau macht. Das ist kein First Down. Und damit wird es dann hier das Field Goal für uns geben. 6 von 9, Mariota 57 Yards, ein Touchdown. Wir nehmen das Field Goal mit. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Das ist ein Two-Possession-Game dann für die Steelers. Das heißt, sie brauchen zweimal den Ball, um hier gleich zu ziehen. Also alles da. Alle Möglichkeiten auf unserer Seite eigentlich, wenn der Kollege hier trifft. Und das macht er souverän. Two-Minute Warning. 2 Minuten noch für die Steelers. Die ersten Punkte für sich in Halbzeit 1 hier zu erzielen. So. Und wir kriegen den Ball. Die Steelers Punkte nicht. Senke darf laufen. Wir spielen Two Clock. Einfach, um hier die Zeit dann ein bisschen von der Uhr zu nehmen. Ganz klar, wir wollen kein Risiko. Ich betone das jetzt immer wieder. Wir wollen den Super Bowl. Zumindest wollen wir da hinkommen. Und deswegen dürfen wir uns hier nicht von irgendwelchen theoretischen Sachen blenden lassen und auch nicht zu viel wollen am Ende des Tages. Wir müssen ein sauberes Footballspiel machen. Und dann hier zumindest mit der 10:0 Führung erstmal in die Halbzeit gehen und damit zufrieden sein. Halbzeit 2 beginnt, wir dürfen starten. Wir schicken Wright auf die Slants, beziehungsweise ne, lieber auf die Drag-Route. Und schauen dann mal, was dabei rumkommt. Der war wieder nicht schlecht, das ist wieder ein schöner Raumgewinn. Ihr seht das schon, das sind dann einfach immer 5, 6 Yards, die man mit so einer Drag-Route holen kann. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und mehr wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen sichere Pässe, wir wollen Raumgewinn, wir wollen den verdammten Sieg. Stick and Nut, auch das eine super Möglichkeit hier, was Schönes zu spielen. Oh, wenn er den gecatcht hätte, wäre doch super gewesen. Aber leider incomplete. 3. und 4. So, Y-Stick, sie verteidigen doch eher die Zone. Ich hoffe mal, dass er frei wird. Er wird frei. Das ist ein First Down. Sehr schön. Nochmal ein Halfback-Slip-Screen. Einfach, weil wir es können. Schön gespielt auf Sankey. Der hat jetzt ein bisschen Platz gehabt, konnte immerhin 5 Yards wieder Raumgewinn erzielen. 2. und 5, sehr schön. Probieren wir das Ganze auch einfach nochmal mit einem Draw-Spielzug. Und da kann Senke laufen und da ist Platz. Da ist richtig Platz. Locker durch. 9 Rushes, 33 Yards, 3,5 Yards im Schnitt circa. Ich denke, damit können wir mehr als zufrieden sein. So, Green Beckham geht auf die Drag-Route. Ja, super gemacht, schön gespielt. Schön gespielt. 80 Yards heute erst geworfen. Unterm Strich muss man sagen, erst von Mariota. Aber wir gehen eben, das merkt ihr vielleicht auch, hier ja, für die sicheren Dinger. Und versuchen uns lieber Stück für Stück übers Feld zu arbeiten, als große Bälle zu werfen und dann ja zu versagen, Interceptions zu werfen. Und will man natürlich in solchen Playoff-Spielen ja, tunlichst vermeiden. Ganz klare Geschichte. Oh, schade. Oh, das wäre ein richtiges Big Play geworden hier, wenn der angekommen wäre. Der Verteidiger geht sofort auf unseren Quarterback. Und was machen wir? Ja, wir passen dann, weil der Passempfänger natürlich dann frei wird. Aber der war leider nicht platziert genug geworfen von Marcus Mariota. Muss man einfach auch mal sagen an der Stelle. Der war besser. Aber der ist auch leider nicht mehr drinne. 4. und 3. Das heißt, wir müssen wieder punten. Aber wir sind weiterhin in Führung. Big Ben Roethlisberger gegen Marcus Mariota. Ein sehr, sehr interessantes Duell. Und die Pittsburgh Steelers sind da. Die Pittsburgh Steelers sind da. Sie zeigen jetzt zum ersten Mal, hey, liebe Tennessee Titans, das ist ja alles ganz nett, aber ihr müsst aufpassen. Wir können. Und klar, Antonio Brown, Le'Veon Bell, dann haben wir Roethlisberger. Das sind alle super Spieler. Das ist eine super gute Offensive. Und da musst du wirklich aufpassen, da musst du auf der Hut sein. Und das versuchen wir hier. Ein paar Spielzüge hatten wir mehr als die Steelers. Die haben sogar 127 Yards gemacht, fast genauso viel wie wir. Aber eben lange keine Punkte, das haben sie jetzt geändert. Und jetzt wird es wieder spannend. Spannung ist ja für euch immer gut, für mich jetzt eher weniger gut. Und der ist schön frei, der ist gut frei. Delaney Walker mit dem Catch. So, Wright, wir schicken Harvin auf die Drag-Route. Diese Drag-Routen sind tödlich. Genauso wie man es hier wieder sehen kann. Percy Harvin zum First Down, glaube ich. Ja, schön. Nee, 2000 Inches. So, O-1 Trap durch die Mitte. Hat gereicht, glaube ich. War aber auch wirklich knapp gewesen. Wir haben uns wieder 3 neue Versuche erkämpft. Ganz, ganz wichtig. Beziehungsweise 4 Versuche natürlich eigentlich.
spielen jetzt wieder mal einen Draw-Spielzug. Damit haben wir ja zweimal schon ganz guten Erfolg eigentlich gehabt. Und hier auch wieder viel Platz. Die Verteidigung reagiert darauf und wir nutzen das, indem wir hier gute Raumgewinne erzielen. Und nach diesen ganzen Laufspielzügen, ja, täuschen wir jetzt den nächsten Lauf an, spielen aber den Pass im besten Falle. Oh, gefährlich. Gefährlich, incomplete. Das war die falsche Taste. Mensch, wo kam der denn her? Normalerweise ist B doch rechts die Taste, oder täusche ich mich? Ah, B war hier tatsächlich links die Taste. Wir sehen es nochmal selber, Spielzug hier nochmal am Start. Ich wollte das jetzt nochmal sehen, das gibt's ja gar nicht. Da musst du echt so höllisch aufpassen. RB völlig frei, das ist ein First Down. Sehr gut, 33 bis zur Endzone. Field Goal wird uns hier nicht reichen. Das muss man eben auch mal dazu sagen. Weil wenn dann die Pittsburgh Steelers den Touchdown erzielen, dann sind wir hier raus. Deswegen jetzt ganz wichtig, gutes Clock Management betreiben und möglichst auch mit einem Touchdown hier das Spiel beenden. Es gibt die Flag, es gibt die Flag. Wegen was ist jetzt die Frage? Face Mask, und ich glaube, die Face Mask geht gegen den Verteidiger. Ich glaube, gegen Mariota da vielleicht. Wir schauen mal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt an die 24. Neuer erster Versuch. Ganz, ganz wichtig. Und das bringt uns natürlich wieder neue Möglichkeiten. Wir spielen nochmal diesen Spielzug hier. Nicht so sehr erfolgreich bisher gewesen. Aber jetzt haben wir Platz, um mit Marcus Mariota hier selber zu laufen. Sehr schön. Bis an die 9 gekommen. 4 Rush, 30 Yards. Er macht ein gutes, er macht ein solides Spiel. Mit wenigen Fehlentscheidungen bis hierhin. Ein paar hatten wir leider, aber im Großen und Ganzen können wir doch recht zufrieden sein mit der Leistung, die ja, Mariota hier in diesem Spiel zeigt. Och nee, das war kein Pass. Es gibt auch eine Flag. Es gibt auch eine Flag. Ich wollte sliden. Und wir waren anscheinend noch nicht über die Line of Scrimmage, aber es ist dann eh ein Illegal Forward Pass. Oder ein Holding. Jawohl. Und jetzt haben die trotzdem den Ball. Ahaha. War doch eine Interception. War doch eine Interception. Bitter. Ah, und da wollte man sliden und dann so ein Mist. Da wollte man sliden und dann sowas. Aber die Steelers konnten nicht punkten. Wir machen jetzt True Clock, lassen die Uhr ein bisschen runterlaufen, versuchen hier alles klar zu machen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen rankommen, hätten wir immerhin dann vielleicht noch ein Field Goal, was wir schießen können. 2-Minute-Warning ist gleich, den nehmen wir noch mit. Nächster Draw-Spielzug, aber das machen sie gut jetzt hier. Da hat der MLB hinten direkt aufgepasst und ist raufgegangen. So, 4 Verticals, aber wir schicken Green Beckham auf eine Drag-Route. Da hinten ist aber auf A frei, incomplete. Mann, das war in meinen Augen ja fast wieder eine Pass-Interference. Zumindest wurde er da berührt. Aber sowas wird eben bei Madden auch nicht gepfiffen. Ah, das ist hier so viel spannender, als ich es haben will. Das ist so viel spannender, als ich das haben will. Und die Steelers konnten nicht punkten. Gott, oh Gott. Was ist das für eine Spannung in diesem Spiel hier? So, wir gehen zum First Down. Timeout von Pittsburgh. Ganz klar, Second and Inches. Ach, gar kein First Down. Hat wieder knapp nicht gereicht. Schade. Aber wir spielen natürlich True Clock. Versuchen jetzt hier dann die Uhr anzuhalten, sobald wir können. Die Steelers werden natürlich die Timeouts nehmen. Sie wollen hier nicht raus aus diesem Playoff-Spiel. Sie wollen in der Wildcard nicht bereits hier Tschüss sagen und in die Ferien sich verabschieden. Und das ist einer gegen die Offense. Bitter, Second and 10. Ah, ärgerlich, aber sie haben nicht mehr so viel Zeit. Also die Steelers haben nicht mehr so viel Zeit, als dass das hier ganz, ganz kritisch werden könnte. Wir laufen wieder ein bisschen vorwärts. Die Steelers nehmen das Timeout. Wir sehen da den Coach. Coach Timmons, glaube ich, heißt der, wenn ich mich nicht täusche. Von den Steelers. Und wir schauen jetzt, dass wir hier mit Flat vielleicht noch zum First Down kommen können. Aber natürlich möglichst eine Interception irgendwie verhindern. Das ist auch klar. Ja, der ist gut. Der ist sehr gut. Schön vorwärts gekommen. Und jetzt sind wir da im Field-Goal-Bereich.
Die Steelers haben kein Timeout mehr. Und wir können das Ding jetzt hier, wenn ich mich nicht täusche, einfach niederknien. Und das wäre es dann gewesen in der Situation. Relativ wenige Punkte gefallen in der Partie. Relativ wenige Punkte. Muss man auch mal sagen. Aber ich denke, unterm Strich haben wir das doch ganz solide gemacht. Und können hier einigermaßen stolz auf das sein, was wir hier gezeigt haben. Eine solide Leistung. Und wir sind vor allen Dingen eine Runde weiter. Divisional Playoff Game steht jetzt als nächstes dann an. Ich bin sehr, sehr gespannt, gegen wen es da dann gehen wird. Und Mariota führt seine Tennessee Titans. Also eine Runde weiter in diesem Do-or-Die-Spiel. Wir konnten es schaffen gegen die Steelers. Haben Big Ben und Antonio Brown besiegt. Und ja, der Coach ein bisschen traurig, klar. Aber ich denke, für uns ist das ein verdientes Ergebnis. Wir haben sehr konzentriert gespielt und versucht hier das Ding zu keiner Zeit irgendwie aus den Augen zu verlieren. Unser Ziel, und das ist uns gelungen. Und deswegen sind wir verdient weiter. So einfach ist das. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Mega spannend war es ja. Würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, falls euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn ihr neu auf unserem Channel seid, gerne abonnieren. Ansonsten bei Facebook, Twitter und Instagram vorbeischauen. Die Links sind in der Beschreibung. Einfach draufklicken und uns da liken oder folgen. Da gibt es immer ordentlich ein paar Meinungen von uns auch zu anderen Themen des Sports. Deswegen, wenn euch das interessiert, gerne vorbeischauen. Und mehr Diskussion ist ja auch immer schön, nicht wahr? Und dann nochmal danke für die 10.000 Abonnenten. Ihr seid wirklich der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, euer Raphael von Game Testicle HD.